Ey, diese Wanzen, ne? Die sind Nee, das echt. kannst du. Das ist doch keine Ey, Wanze. das sind, glaube ich, Babywanzen. Das sind voll die Parasiten. Meinst du? Da lacht er. Da lacht er. Da lacht er. Warum? Ja, weil wir jetzt über den Film Parasite sprechen. Geil. Ja, finde ich auch. Prost, Manu. Und herzlich Peter. willkommen zu einer neuen Review. Echt, sind wir schon so weit? Keine Ja, Ahnung. gut, dann sind wir halt dabei. Läuft schon? Ja, ne, Ja. läuft schon. Wir besprechen heute für euch John Bong Ho's. John Bong Ho heißt er, ne? John Bong Ho's Parasite. Peter, wie findest du Parasite? Drei Wörter. Clever, brillant und genial. Also vier Wörter. Nee, drei. Und genial. Ach, stimmt. Vergaß ich. John Bong Ho ist uns kein Unbekannter. Wir haben letztens erst einen Film vorgestellt von ihm. Hauptsächlich du hast ihn vorgestellt, The Host. Richtig? Damit sind wir das erste Mal mit ihm in Berührung gekommen. Hatte einen sehr innovativen, einzigartigen Monsterfilm gemacht, der sehr viel mehr ist als ein Monsterfilm. Viel mehr, da ist Sondern viel mehr auch, unter der Unteroberfläche des Wassers zu finden. genau, nämlich auch ein Drama, Ja. Familiengeschichte und so weiter. Vielleicht ist das ja bei Parasite auch so. Er hat Wer weiß ja das schon? auch Snowpiercer gemacht, zum Beispiel. Etwas unterschätzterer Beitrag, also das ist bei uns in der Szene ist ja zumindest sehr beliebt. Ja. Im Mainstream weiß ich gar nicht. Ich glaube, der hat noch nicht mal ein Kino-Release gekriegt. Nee, aber ich habe ihn im Kino gesehen, auf dem Fantasy Filmfest Nights. Und jetzt Parasite. Sollen wir kurz erzählen? Müssen wir oder sollen wir kurz erzählen, worum es geht? Ja, ganz kurz. Aber ich würde tatsächlich sagen, auch schon mal vorweg, das ist tatsächlich eine Mischung aus The Host und Snowpiercer. Aber gut, in der Geschichte geht es tatsächlich um zwei Familien. Also im Prinzip geht es erstmal um eine Familie, untere Sozialschicht. Unterste, die leben auch unten. Genau, im Keller. Ja. Quasi. Ja. Und verdienen ihr Brot mit Falten von Kartons. Pizzakartons. Genau. Und eines Tages wird einem dem Jungen, also wir haben eine vierköpfige Familie. Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Und dem Sohn wird eines Tages von einem Kommiliton, von einem Freund auf jeden Fall, der studiert, einen Job offeriert, der soll Nachhilfe einem Kind der gehobenen Gesellschaft Nachhilfe gegeben. Nachhilfe geben. In Englisch. Genau. Und ja, dann wird er halt tatsächlich auch angestellt von der Familie Park, denn er stellt sich bei der Erstnachhilfestunde sehr gut an. Muss ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe auch mal Lehramt studiert. Die Methode, die er da, was er, wie er das da gemacht hat, war schon sehr überzeugend. Fand ich cool. Ja, und daraufhin. Er unterrichtet die Tochter von denen. Denn die reiche Familie Park, die haben auch zwei Kinder, eine Tochter Richtig. und so. Genau. Ja, sehr viele Parallelen haben wir hier die ganze Zeit. Auf jeden Fall wittert dann der Rest der Familie irgendwie auch, beziehungsweise es wird dann irgendwie der, dürfen wir das schon sagen? Der Plan Ich von. glaube, das geht noch, das ist, glaube ich, noch die Geschichte. Die Synopsis ist, dass die Der untere Reihe nach. Familie sich nach und nach Ja. Jobs ergattern möchte bei der reichen Ja, Familie. genau. Sodass die quasi nach und nach so sich da einbringen, aber die sagen nicht, dass sie eine Familie sind. Die sagen immer, oh, ich kenne da jemanden, ich Ja. kenne da einen, ich kenne da einen oder eine. Und so kommt nach und nach die Familie Kim aus der Unterschicht zu der Familie Park in die Oberschicht, arbeitet aber als deren Untergebenen. Koch, Chauffeur und Zweimal Nachhilfelehrer. Nachhilfe, genau, die beiden Kinder machen Nachhilfe. Wobei Und die jetzt ist Schwester ja halt, sogar noch psychologisch. das ist halt die Sache, ne? Und das ist schon, bevor jetzt wieder alle Spoiler schreien, ne? Und sich einnässen, viel mehr soll man gar nicht Nee, sagen. auf gar Jetzt keinen sagen wir einfach Fall. nur, der Film ist sehr gut und das Review ist vorbei. Ja, auf jeden Fall, ja. Das wollen ja viele. Also geht rein, Tipptopp-Film, tschüss, das war's. Nein, wir gehen noch ein bisschen mehr drauf Ein bisschen tiefer. ein. Ja, genau, weil es ist ja, oh, tiefer, ja. Oh. Das ist ein sehr doppelschichtiger Film, ein doppelbödiger Film, um nicht zu viel zu verraten. Ja. Was das südkoreanische Kino häufig ausmacht, für mich zumindest in den Beiträgen, die ich gerne schaue und die du auch gerne schaust, ist so, dass es sich nicht auf ein Genre versteift. Und gerade John Bong Ho macht das halt sehr gerne, dass er Sachen kombiniert miteinander. Es gibt Szenen, in denen wir herzhaft lachen, weil es einfach witzig ist. Und kurz darauf gibt es Szenen, in denen wir gespannt da sitzen, weil es einfach so eine erdrückende Spannung ist. Hier ist es auch so, dass man
Man fiebert mit den Figuren mit, hauptsächlich mit der Familie Park, aber auch nicht nur mit der Familie Park. Und das ist das Schöne, dass wir nicht nur eine, dass es nicht so einseitig ist alles. Es geht vor allem, auch, wir haben mal wieder das Thema Klassenkampf. Och, Hatten wir gerade erst beim Joker. ja. Hier haben wir es auch mal wieder. Die Gegenüberstellung von Reich und Arm. Aber das Schöne ist auch, die Reichen werden jetzt nicht unbedingt als die Arschlöcher dargestellt. Richtig. Das sind auch sympathische Leute, zum Großteil. Bisschen naiv vielleicht der eine oder andere, aber das ist, glaube ich, auch der Geschichte geschuldet. So, das muss auch sein, damit es irgendwie glaubwürdig ist. Und das ist, da gibt es viele Parallelen. Peter, deine Eindrücke bitte. Ich muss ehrlich sagen, der Film hat mich halt zunächst einmal komplett an The House erinnert, ne? Weil wir auch hier einen krassen Genre-Mix haben. Der ist tragisch, der Film, der Mit ist gleichen komödiantisch. Hauptdarsteller. Gleich ein Hauptdarsteller. Und das Geile ist, in der ersten Szene pennt der. Der hat ja in The House hat er die ganze Zeit immer gepennt. Und hier pennt er tatsächlich in der ersten Szene. Da hat er sich selbst, glaube ich, ein bisschen zitiert. Hat auch Jong Bong-ho gesagt, dass er immer die Figuren schreibt mit ihm im Hintergrund. Also wenn er weiß, dass er den spielen soll, dann hat er ihn schon eigentlich im Okay. Hintergrund. Okay. Und die beiden verstehen sich sehr gut, deswegen besetzt er auch immer gerne Ja, Rollen mit ihm. ja. Finde ich auch gut. Interessant finde ich dann auch immer diese, was die Gesellschaftskritik beispielsweise angeht, den Klassenkampf, den er ja, also Gesellschaftskritik bringt er in all seine Filme ein. Klassenkampf würde ich jetzt sagen, kann man hauptsächlich auf Snowpiercer und Parasite festlegen, ausmachen. Er spielt hier auch sehr viel, das hat der Joker ja auch ähnlich gemacht, sehr viel mit. Sehr subtil damit, ne? Weil die Familie wohnt im Keller Das finde ich und nicht subtil, aber ja, okay, mit aber Symbolik spielt er. ja, Bei Snowpiercer ist es quasi genau, geradlinig verteilt. ja, Hier ist und es hier haben wir anders. es halt stufenmäßig, weil die Familie, die reiche Familie, lebt halt auf dem Hügel und der spielt halt auch die ganze Zeit so herrlich mit den Kontrasten. War alleine auch schon, weil wir uns hier sehr viel in den Räumlichkeiten der Wohnung und des Palastes befinden. Da schafft das halt auch die beiden Klassen enorm geil inszenatorisch darzustellen und halt auch die Unterschiede. Interessant finde ich das dann vor allem auch in den Figuren, weil ich muss mich auch ehrlich gestehen, ich hatte anfänglich zwar waren die Sympathien auch relativ verteilt, also ähnlich verteilt. Tatsächlich waren die Reichen mir anfänglich ein bisschen sympathischer, weil von vornherein eigentlich klar war, das wären jetzt hier die Opfer. Ja, vielleicht, ja. Ich weiß Aber aber, was das du hat sich meinst, ja. dann im Laufe des Films immer weiter halt auf die Seite der. Das hat sich zumindest auch relativiert. Genau. Aber sie ist eigentlich jeder Täter und Opfer. Ja, Und ja. das, ohne jetzt zu viel zu Ja. verraten, aber dann kommen ja noch andere Leute dazu. Ja. Also es gibt noch eine andere Partei, die das genau verbindet. Und das ist ja das Kongeniale daran Genau, auch. das ist halt auch das Geile, das entsteht halt aus einer Kassenwendung und der Film hat halt auch wieder nach hinten raus sehr viele coole Wendungen, die dann aber auch tatsächlich immer perfekt eingearbeitet sind und auch immer eine Bedeutung haben. Der ist tatsächlich, ist der von vorne bis hinten ist der Film so geil durchdacht, da ist nichts dem Zufall überlassen, der hat sich genau überlegt, wie er nicht nur seine Figuren voranführt, sondern halt, wie er seine Geschichte erzählt. Ja, das spiegelt sich auch in der Kameraarbeit wider, die nämlich auch immer unterschiedlich agiert, wenn es bei den Reichen ist, wenn es bei den Armen ist. Die Räumlichkeiten, ne, so bei den Armen, irgendwie benutzen das WLAN der Nachbarn, dann irgendwann kriegen sie es nur noch auf der Toilette. Ne, und es ist halt alles dreckig, das ist alles klein und eng. Und bei der Familie Park ist das natürlich alles schön groß und modern. Da gibt es auch einen so schönen Kommentar, dieses automatische Licht, was halt angeht, Stimmt. wenn er die Treppe hochgeht. Ja. Wir verraten jetzt nicht genau, was da passiert, Ja. aber was dahinter steckt. Ja. Cleverer Ja. Kommentar, sehr lustig, und also ein Gag, aber steckt sehr viel in diesem Gag drin. Das ist wirklich ganz toll, wie er mit Bildern, mit diesen Metaphern arbeitet. Und gleichzeitig erzählt er halt so eine spannende Geschichte. Das ist ja das Geile. So, das ist nicht wie bei manchen anderen Filmen, dass man sagt, okay, ich gucke jetzt nur auf die Symbolik, ich gucke nur auf die Inszenierung, das, was man zum Beispiel Nicolas Winding Refn sehr vorwirft, sehr häufig und ihm auch teilweise vorwerfen kann, ist halt Style over Substance. Und hier haben wir Style and Substance. Das ist für mich Wahnsinn und das ist auf dem Niveau. Und gleichzeitig auf dem Unterhaltungslevel dieses Jahr nahezu unerreicht.
Nahezu, also das, für mich ist ja nicht erreicht. Ich habe noch ein paar andere Filme, die ich dieses Jahr sehr, sehr gut finde, die mich wirklich, aber die begeistern mich auf andere Art und Weise. Kommen wir vielleicht im Jahresrückblick noch dazu. Ja, was? Auf jeden Fall ist das für mich eine absolute Granate. Eine volle Punktzahl. Mhm. Granate, der Film hat dort alles. Und alles, was ich gut finde. Mhm. Das ist genug Genre-Kino, das ist genug Herz dabei, es ist genug Witz dabei. Spannung, es ist genug Action, jetzt keine riesen Action-Sequenzen wie bei in Marvel-Filmen oder so, aber halt so Kampfszenen, Brutalität ist halt auch dabei. Der wird ja Richtung Ende wird es ja dann tatsächlich auch wieder was düsterer und hat ein paar coole Gewaltspitzen, die dann auch teilweise wieder lustig sind. Und das ist das, was ich brauche. Humor, schwarzer Humor, Tragik, Komödie, Aussage, geile Inszenierung, geile Schauspieler. Also, was erwartet man denn noch mehr? Peter, was erwartest du denn noch mehr? Mehr als Bong Joon-ho liefern kann, tatsächlich nicht. Nee, ich finde es auch wirklich, bisher ist das ist sein bester Film. Ja. Den finde ich. Ja, nee. Bei allen sein anderen Filmen habe ich immer noch was auszusetzen. Snowpiercer finde ich gut. Irgendwie hat er mich nicht ganz so mitgerissen und sowas. Aber hier, top. Auch das Thema ist ein Thema, was mich wirklich... hier fällt alles zusammen. Und es ist auch dieses arm, reich, es ist ambivalent, erzählt nicht ambivalent, das klingt so ein bisschen komisch, aber halt, es ist nicht einseitig erzählt, das wollte ich sagen. Und lässt genug Raum für Interpretation, regt zum Nachdenken an. Ich kann immer weiter erzählen, was dieser Film alles bringt. Das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen. Ich glaube, die Leute haben verstanden, dass wir den richtig geil finden. Geht rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich habe gehört, die deutsche Synchro soll nicht so dolle sein. Das weiß ich nicht. Ich habe ihn im Original mit Untertiteln gesehen. Ich muss in dem Deutschen schauen und die ist okay. Ja. Also, ja, ich meine, aber ist auch ganz ehrlich so ein bisschen zweitrangig, ne? Weil, haben einige gesagt, dass das wohl ein bisschen komisch und das kann schon ein Film in eine gewisse Richtung deuten, aber wenn du sagst, die ist okay. Also ist mir nicht negativ aufgefallen, sagen wir es mal so. Wenn er bei euch noch irgendwo läuft, läuft er bei euch im Multiplex-Kino? Ja. Dann sogar in größeren Kinos, ansonsten bei uns in Köln. Ich habe ihn halt mal wieder in einem Programmkino gesehen. Schaut mal nach, geht rein, unsere absolute Empfehlung. Das wird wohl der beste Film des Jahres sein. Ja, ich bin auch nach dem Kino, bin ich rausgekommen, habe mich einen Kollegen, Mitarbeiter gefragt, wie ich den Film fand und ich habe nur gesagt, mehr wollte ich gar nicht verraten. Geil. Ja. Ja, Prost. Hoffentlich gefällt er euch auch. Kommentiert mal. Die Glocke bimmeln, ihr Bimmeler vom Dienst. Und hier sind irgendwo noch Videos und Sachen, die ihr anklicken könnt. Ich glaube, hier ist eins. Und da ist, glaube ich, auch eins. Macht das mal. Bis demnächst, eure Filmfressen, Peter. Manu. Prost.